Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, heute geht es weiter in dem Travel Journal von Berlin. Ich habe mir mal hier diese Sticker hochgeholt. Ich möchte gerne ein bisschen Sticker kleben und dadurch, dass ich ja meine Stickeralben ein bisschen aufräumen möchte, kommt mir das natürlich gar nicht ungelegen, denn ich habe gemerkt, gerade von diesen Stickern fehlen einfach auch wieder die Zahlen. Dann könnte man die auch wunderbar ergänzen. Und ja, deswegen habe ich das jetzt einfach mal alles mit sich aus dem Schrank hochgeholt. Ich hatte ja diese Sticker nochmal bei Teddy gefunden. Die habe ich, glaube ich, auch schon in meinem allerersten Travel Journal verarbeitet. Und ja, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen dachte ich, Mensch, die nehme ich jetzt einfach nochmal mit und verwende die hier in dem auch nochmal. Ich meine, klar, das macht jetzt echt ein, ja, das sieht sehr, sehr wuchtig aus jetzt mit dem Datum. Aber ja, es ist okay. Also es ist schon echt doll, doll groß, aber ist in Ordnung. Kann man gut so lassen. Ja, meine zwei mittleren sind ja jetzt heute bei meinen Eltern. Dementsprechend kann ich jetzt mal gucken, wie weit ich hier vorankomme mit meinen Journal-Videos. Ich würde es auch gleich so machen, dass ich sie eventuell auch nachvertone. Und ja, genau. Ich bin am 'm Samstag dann losgelaufen, denn ich wollte ja auch noch in diesen, wie heißt das, Ich bin Berliner Shop und habe dann da schon echt einiges gesehen und ja, darüber dachte ich, berichte ich jetzt einfach so ein bisschen. Ich meine, es geht wieder rein nach Layouts machen, beschriften werde ich es dann im Nachhinein. Und ja, ich habe ein paar Fotos, die eingeklebt werden können. Das sind auch noch viel, viel mehr. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich mir vielleicht für meine Instax für nächste Woche, ich habe schon wieder das Kaffee vergessen, dass ich mir für meine Instax für nächste Woche dann eventuell nochmal Fotopapier holen oder eventuell, ja, mal gucken. Ich wollte auch in Kempten einen kleinen Zwischenstopp machen. Da wohnt eine Bekannte von LR und mit der hatte ich, der hat etwas gesagt, dass ich jetzt nächste Woche in Füssen bin und da meinte er, hey cool, könnten wir ja treffen. Und ich denke mir dann auch, ja, wenn ich früh losfahre und ich bin so nach knapp 1,5-2 Stunden dann, keine Ahnung, gegen 11 oder 12 wird dann in Kempten. Klar, natürlich können wir uns dann treffen. Warum auch nicht? Wäre ja Quatsch, dran vorbeizufahren und sich nicht zu sehen. Und ja, dann könnte ich auch mal gucken, ob ich in Kempten einfach einen Saturn oder einen Mediamarkt finde. Aber ich denke mal, ja, ich denke, online bestellen wird wahrscheinlich entspannter. Genau. Ich bin am 22. habe ich erstmal so ein bisschen ausgeschlafen. Ich bin irgendwann mal um 9:30, glaube ich, war ich im Frühstücksraum. Dann ganz in Ruhe gegessen. Da werde ich hier oben auch so ein bisschen schon was dazu schreiben. Ja, den Berliner Dom habe ich leider nicht besucht. Aber natürlich das Aufzug-Selfie. Das natürlich gemacht. Also wir bei LR, wir haben schon einander geklatscht. Wir machen eigentlich immer, wenn wir in Hotel.
Hotels sind Aufzug-Selfies. Aber es ist okay. Wir feiern uns einfach und unser Leben, also von dem her läuft alles. Ja. Dann weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich das vielleicht eventuell auf dem Papier doch noch drauf mache. Keine Ahnung. Schmeiß jetzt hier einfach mal mit Papier um mich. Ich fände das jetzt halt schon echt ganz schön, wenn ich das da drauf habe. Ja, heute bin ich irgendwie froh, dass die zwei Kleinen, beziehungsweise nicht die zwei Kleinen, sondern die Mittleren bei meinen Eltern sind, weil ich habe es dann doch gestern Abend ein bisschen übertrieben. Ich habe gestern Nacht noch ein paar Seiten gestaltet, wie ihr ja, ja sehen werdet oder gesehen habt. Und es war so ein bisschen ein Fehler. Ich bin ziemlich K.O. Ich habe auch vorhin die Kinder ohne Auto zu meinen Eltern gebracht. Also ich habe das Auto stehen lassen, weil ich einfach so nicht die Aufmerksamkeit fürs Fahren habe. Ich schätze mich da immer realistisch ein, aber wenn ich im wirklich im Halbschlaf möchte ich nicht durch die Gegend fahren, denn ich habe keine Lust, eine Gefahr für mich, meine Kinder und andere zu werden. Also ich habe da drei wertvolle Personen im Auto und dann noch sehr wertvolle Menschen, die dann in anderen Autos mir entgegenkommen und andere Verkehrsteilnehmer auf Fahrräder, Roller, Motorrad, Fußgänger, ne? Andere kleine Kinder und wie gesagt, da habe ich einfach ein extremes Sicherheitsbedürfnis, dass ich da niemanden gefährden möchte. Also mein Mann sagt ein sehr vernünftiges, ich sage in mancherlei Hinsicht ein sehr intensives, aber beides ist ja im Endeffekt richtig. Genau, ich bin frühs runter, dann zum Frühstück und dann wollte ich ja noch meine meine Route einfach drehen von Schwesterherz zu RSVP zu Louis Bahn. Die Seiten habt ihr ja schon gesehen, die sind ja fertig geworden. Ich glaube, ich breche das Video ab. Ich kann auch nicht mal mehr reden. Ja. Entschuldigt das bitte. Ja, jeder weiß, wie Müdigkeit sein kann. Und dann bin ich halt durch die Gegend gelaufen und dann bin ich hier am Roten Rathaus vorbeigekommen und musste natürlich so typisch Touri-mäßig auch gleich ein Foto machen. Eins der sehr wenigen Fotos, die ich gemacht habe. Das ist irgendwie schade. Also ich wollte eigentlich an dem Wochenende viel, viel mehr fotografieren. Auch gerade so, was Berlin City angeht. Es hat irgendwie nicht so geklappt. Aber nichtsdestotrotz habe ich so ein paar, sag ich mal, Touristen-Hotspots gesehen. Also gerade das Rote Rathaus. Wie heißt der? Neptunbrunnen, glaube ich, heißt der. Die Weltzeituhr. Den Berliner Fernsehturm, den habe ich auch gesehen. Und ja, also so ein paar kleine Touri-Hotspots habe ich mitgenommen. Das war zwar nicht viel, weil, ich hatte es ja schon erwähnt, einfach die Kreativroute hat so total viel Zeit in Anspruch genommen. Also ich habe es tatsächlich nicht gedacht, dass diese paar Kilometerchen, wie ich es ja mal so scherzhalber sage, wirklich so viel Zeit fressen. Also mir ging da so viel Zeit wirklich verloren. Deswegen, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt und ich wiederhole es echt nochmal. Wenn ihr wirklich, wenn ihr nur zu Louis Bann und RSVP wollt, ist gar kein Thema. Da wäre ich jetzt auch von meinem Hotel hingelaufen. Aber wenn ihr wirklich dann noch Schwesterherz mitnehmen wollt, tut euch wirklich den Gefallen. Also entweder ihr mietet euch da irgendwie so ein Fahrrad. Na, das habe ich mir im Nachhinein auch gedacht. Mensch, warum habe ich mich da im Hotel nicht erkundigt?
Ich hätte ja übers Hotel auch irgendwie so diese öffentlichen Fahrräder, die überall stehen, so eine Erklärung kriegen können, wie ich da was genau handhaben muss, damit sich dieses Fahrrad entriegelt. Ja? Oder so ein Roller, so ein Elektroroller, hätte ich ja genauso machen können. Das bereue ich im Endeffekt. Also das würde ich, wenn ich doch mal wieder nach Berlin fahre, würde ich das definitiv machen. Weil man kann ja den Roller auch überall abstellen und die stehen wirklich in ganz Berlin rum. Also in ganz Berlin sind wirklich diese Roller und Fahrräder verteilt. Und ich habe zwar so ein bisschen Schmerz damit, ohne Fahrradhelm durch die Gegend zu fahren. Also da bin ich echt ziemlich penibel. Aber ich hatte ja auch schon mal einen Unfall mit dem Fahrrad. Und da bin ich seitlich auf den Kopf aufgekommen und hatte aber glücklicherweise einen Fahrradhelm an. Also, wie gesagt, da bin ich sehr, sehr empfindlich. Ich mag es auch nicht, wenn meine Kinder Roller fahren ohne Fahrradhelm. Also bei uns ist wirklich schon auf dem Laufrad die Helmpflicht. ja, viele sagen, wir übertreiben damit. Aber nachdem ich da wirklich diesen Unfall hatte, finde ich im Endeffekt immer noch, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das ist einfach knallhart. Und wer das nicht versteht, der muss das nicht verstehen. Ja. Im Endeffekt sage ich immer, man ist für sein eigenes Kind verantwortlich. Und wenn es manche halt einfach ein bisschen lockerer sehen, dann sehen sie es lockerer. Ich muss damit nicht einverstanden sein. Ich muss das nicht verstehen. Und genauso wenig muss irgendjemand anders verstehen, warum ich da so drauf bestehe, dass meine Kinder halt wirklich von Roller ab oder von Laufrad ab einen Helm tragen. Das ist im Endeffekt die Entscheidung von jedem. Die ist jedem selbst überlassen. Ja, ich hätte zwar ein bisschen jetzt einen Schmerz damit gehabt, ohne Helm zu fahren. Aber ich hätte dann halt Zähneknirschen gemacht, hätte ich gewusst, was für ein brutaler Weg da vor mir liegt. Also, oder halt mit einem öffentlichen. Wie gesagt, also Schwesterherz und RSVP sind ja fast 5 Kilometer voneinander entfernt und diese Strecke bin ich tatsächlich irre, wie ich war, gelaufen. Also, ja. Mein Glück war, dass dann auf halbem Weg oder auf mehr als halbem Weg auf einmal ein Rossmann kam und da habe ich mir dann erstmal was zu trinken geholt. Und im Normalfall, wenn ich solche Stationary-Routen mache und ich weiß nicht, wo ich einkehre oder wo ich meine Pause mache und habe keine Ahnung, wo da in der Nähe eine Toilette ist. Trinke ich eigentlich so gut wie gar nichts. Aber ich habe dann einfach mal einen Liter Saftscholle weggeknallt. Das war so ein Rhabarberschorle, so Rhabarberapfel. Und ich glaube, ich muss heute mehr Kaffee trinken. Und ja, also das war wirklich die Flasche angesetzt oder die Flaschen, weil es so 0,5er Flaschen waren, die Flaschen angesetzt und die waren ratzefatze, waren die leer. Also ich weiß gar nicht, wo die hin sind. Die sind irgendwo ins Nirvana, sind die verschwunden. Genau. Ja, ich bin dann weitergelaufen, aber ich wurde dann bei RSVP und bei Louis Bahn für diese ganze Strecke wirklich wunderschön belohnt. Ja. Also, da war ich ganz happy und ganz zufrieden und alles. Da habe ich mir dann auch gedacht, okay, so hart und so weit die Strecke war, das hat sich gelohnt. Die auf sich zu nehmen, weil die Läden einfach richtig toll sind. Ja. Ich bin dann aber auch halt sehr beschädigt im Hotel wieder angekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen, und war eigentlich schon fast so auf dem Dreh so, eigentlich freue ich mich auf die Party, aber am liebsten würde ich ins Bett gehen. Das war sehr, sehr lustig. Ja. Und ja. also, wiederholen, nein.
Ich denke, ich werde es jetzt auch einfach so machen. Ich werde jetzt hier die Fotos einkleben. Und mit dem roten Rathaus, also mit dem kurzen Stopp dort, weil ich möchte auch noch ein bisschen was schreiben zu dem Weg und allem. Und ich habe noch mal ein anderes Foto, aber nicht so gut geworden. Ja, geht so. Aber da geht mir, oder da fehlt mir Fahrt, Ding, da fehlt mir das Motivpapier. Also da muss ich nochmal unten Motivpapier wühlen, weil ich habe jetzt nur diese kleinen Schnipsel. Und ich möchte das schon gerne auf irgendwie so ein Papier drauf haben und dann einkleben. Das ist schade, weil das wird sehr knapp, wobei das... Ja, wenn ich es unten noch ein bisschen abschneide, dann schneide ich halt den Weg ein bisschen ab. Den brauche ich ja nicht zwangsläufig. Ja, also ich denke, das geht. Da klebe ich das noch auf, schneide es zu und klebe das hier unten hin. Und dann kann ich oben immer noch ein bisschen was von allem so schreiben. Ja. Ja, was mir so aufgefallen ist, als ich auch freitags nach Berlin reingefahren bin, ist es irgendwie normal, also ich kenne mich damit nicht aus, ist es normal, dass man sein Auto einfach mitten auf einen Fahrstreifen stellt, aussteigt und das Auto stehen lässt. Also das, ich kenne das von hier überhaupt nicht. Also manche, die sind wirklich so gaga hier bei uns, die machen die Warnblinkanlage an. Und meinen, die dürfen dann aussteigen und parken. Aber ich habe das in Berlin jetzt ein paar Mal wirklich erlebt, auch während der Fahrt rein, dass da wirklich das Auto abgestellt wird. Und ausgestiegen wird, das Auto wird richtig abgesperrt. Also da ist dann auch keiner in der Nähe oder keiner drin oder irgendwie was. Also das fand ich schon echt sehr, sehr krass. Vor allen Dingen, dann steht da halt mitten auf der Fahrbahn auf einmal ein Auto. Und ja.
Der Papa war mal eine Ballerina. Ich glaube eher nicht. Die war ganz schön unruhig heute Nacht. Also wenn ich nicht Gefahr laufen will, im Kino einzupennen, dann vertage ich es lieber. Ich habe schon zu Chiara gesagt, ich glaube, wir vertagen das wegen der ihren Launen eh, wenn dann Jürgen da ist. Und dann ich einfach auch mal wieder ein bisschen ausgeschlafen bin. Weil die hat jetzt heute Nacht, glaube ich, 5-mal innerhalb von 2,5 Stunden gebrüllt. Das war hart. Die scheiß Entwicklungsschübe.